Überfall. Also, ja, mein Englisch ist not yellow from the egg. Es sieht so aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um die Verteidigung zu umgehen. Ja, nee, ist klar. Alter. Gut. Wo müssen wir noch Geschütztürme hinbauen? Hier bauen wir einen Geschützturm hin. Hier haben wir einen Geschützturm, aber wir können hier noch einen hinstellen. Hier haben wir schon Geschütztürme. Müssen wir jetzt wirklich ringsrum? Uff. Das finde ich ein bisschen asozial, Spiel. Wisst ihr was? Wisst ihr was, ihr Lieben? Ich sage jetzt fuck you. Vermeidet Soziales. Danke. Bitte um sofortige militärische Unterstützung. Liga. So, wo kommen die denn an? Tiere. Ab nach Hause. Menschen in die Safebox. Uff. So, wo grabt ihr euch denn rein? Warum verlieben sich eigentlich nur alle in meiner Kolonie? Nö, ich habe auch welche, die verliebt sind. So, die gehen da oben rum lang. Wo kommen die durch? Baut Schiefer ab. Schiefer? Wow. Was baust du ab? Oh nein! Warum wollen die da oben immer rein? Wetten, die wollen hier rein? No. No way, oder? Gun, du brauchst eine Waffe. Du kriegst ein LMG in die Hand gedrückt. Und dann geht ihr bitte hierhin. Geht auch noch mit hier hin. Und hier, da. Alter, die kommen halt genau durch die Batterien durch. Willst du mich gerade mobben? Lass mich raten, Feuer haben sie jetzt auch noch gelegt, oder? Ja. Komm schon, Bewegung!
Wo sind die Nahkämpfer? Das Hörnchen bekommt ihr noch. Feuer! Löscht ihr mal bitte das hier oben. Unbegrenzt. 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 Wäre schade, wenn der ganze Loot verbrennt. Unbegrenzt. 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 Und unbegrenzt. So. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Wo biegst du denn bitte ab? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich glaube, wir brauchen hier oben mehr Feuerpower. Kommt mal bitte alle mit hier nach oben. Dann stellt ihr euch hier hinten auf. Die Schweine nicht entkommen. Erst hier meine Mauer kaputt machen und abhauen wollen. Nee, ist nicht. Aber ich habe schon wieder Löcher in meinen Wänden. Nee.
Naja, da müssen wir jetzt ringsrum halt Türmchen aufstellen. Ich hoffe, das dann hilft gegen die ganzen Separates. Aber auch interessant, dass jetzt so viele davon kommen. Ja gut, ist halt die Frage, ob das Spiel irgendwann sagt, okay, wir kommen so gegen den Spieler nicht mehr an. Wir müssen jetzt Tunnel graben. Das ist halt jetzt die Frage, ob das Spiel wirklich so argumentiert. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe ja hier auch einige Liebespaare. Zwar nicht alle sind verliebt, aber wir hatten schon mehr Liebespaare, aber da haben sich einige wieder getrennt. Gina wird auf immer Single bleiben. Das ärgert mich, dass die mir hier einen geklaut haben. Das Problem ist ja, solange sie noch Bauaufträge haben, kommen sie auch nicht zum Reparieren der Sachen.
Oh, es gibt wieder so schön Material. Also, ich muss ja sagen, ich freue mich eigentlich über jeden Raid, der mich angreift. Weil es immer so viel schönes Material gibt. Es gibt Stahl, es gibt Stoff. Je nachdem, ob sie gepanzert sind oder nicht, gibt es sogar noch mehr Stahl. Abstimmung, leichter Schneefall. 7 Grad, okay, das sollte eigentlich ausgehen, dass wir die Pflanzen nicht abernten müssen. Oder fällt die Temperatur noch? Moment, habe ich gerade leichter Schneefall mit Regen? Habe ich jetzt Schneeregen so gesehen? Wow, okay. Ein Alpaka ist schwanger. Das ist doch schön. Haben wir alle Leichen jetzt unten drin? Sieht gut aus. Dann Happy Leichenverbrenning. Na, guck mal, hier haben wir auch noch Schrott rumliegen. Ron, du siehst mir echt motiviert aus. Moin, ich kann dir mal kurz die Statistik anzeigen, wenn du willst. So lange geht mein Run ungefähr? Man muss halt sagen, mit der Toolkit-Mod, also so gesehen, wird das mein erster Run sein, den ich wirklich fertig mache. Und die Toolkit-Mod erleichtert das halt auch. Ich habe davor schon Runs gemacht, wo dann einfach irgendwann gar nichts mehr ging. Weil ich halt auch in dieser Kolonie das zweite Mal jetzt wirklich darauf achte, auf Bedürfnisse und alles. Davor habe ich halt immer so ein bisschen Noob-like. Ich bin nun mal ein RimWorld-Noob, das kann ich nicht anders sagen. So, ach komm, wir bauen da mal ein Zimmerchen hin und dann hier noch hin. Und da könnte man eine Vase reinstellen und Blümchen und eine Kommode und hier noch Nachttischchen. Und irgendwann kam dann ein tüchtiges Brumm und alle sind durchgedreht und haben sich gegenseitig umgebracht. Und das ist jetzt wirklich der erste Run, wo ich sagen muss, ich bin wirklich fast so weit, dass ich mir ein Raumschiffchen zusammenzimmern kann. Ist auch der erste Run, wo ich eine Killbox habe. Ich hatte sonst immer bloß einen Fallengang, wo die mir einfach durchmarschiert sind, wo ich halt nicht zum Defenden hatte. Oder auch wenn ich Drop Raids oder Insekten gekriegt habe in meiner Base, die haben mich meistens weggebasht.
Und hallo, aimlos BSQ. Ganz vergessen, die Hallo zu sagen. Oh yeah. Dankeschön für dein Follow. Doch, Leichen verbrennen wieder an. Inspirierter Tamer. Sag ich da. Wir haben keine Boomalupen auf der Map. Dies ist short. Aber Gazellen haben wir ganz schön viele. Na gut, jetzt aktuell spielen wir ja, wenn es geht, jeden Morgen so 1 bis 2 Stunden. Teilweise auch ein bisschen länger. Es kommt mir drauf an. Ja gut, die Base ist ein bisschen groß diesmal ausgefallen. Also ich glaube, das ist eine der größten Killboxen, die ich je gesehen habe. Aber die ist halt auch dafür gemacht, um Zeit zu schinden. Also selbst wenn der Raid groß, stark und mächtig ist, kann ich hier noch Zeit schinden, mindestens 1 bis 2 Minuten, bis die hier durchmarschiert sind. Und in der Zeit kann ich halt Aufstellung nehmen, kann ich sagen, ich möchte Verbündete rufen. Apropos Verbündete rufen, dann muss ich wieder Transportkapseln rüberschicken. Kein Stahl. Lili, kontaktier doch mal hier die Liga. Sie sollen doch mal bitte eine Handelskarawane vorbeischicken. Damit ich denen wieder Sachen aufs Auge drücken kann. Ich meine, ich hatte vorher auch nie Intensivbetten, weil ich selten so weit gekommen bin. Einen Großhändler gerne haben. Dankeschön. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass du bei den Karawanen dann auswählen kannst, was für eine Karawane kommen soll. Ich kenne das sonst bloß, ja, ich möchte eine Handelskarawane haben und gut ist. Nicht mit auswählen, wie, was, wo, wann. Joa, das gefällt mir am besten, diese Überschneidung hier. Das heißt, wenn die hier unten in den Fallengang reinstürmen, also in den Laufgang, dann hier unten rausstürmen, schießen erstmal alle Türmchen und alle Sniper, die hier hinten dran stehen, auf sie ein.
Ich hab mal gucken. HE-Granaten haben wir erst 27 wieder. Das gefällt mir nicht. Silber, Stahl. Hier drüben habe ich auch eine Höhle ausgegraben, damit die ganzen Insekten darin spawnen können. Seitdem hatte ich keinen Insektenüberfall mehr. Silber, Silber, Silber. Aber ich bräuchte Stahl, Junge. Stahl. Besucher, Besucher, was habt ihr? Pemmikan, Silber. Doch, Kaninchen, wie sieht's mit dir aus? Verbleibender Widerstand 13.
Sehr schön. Ja, Lili, geh doch mal hin. Geht ihr rein? Ja, ihr geht rein. Besonders schön ist, sie sammeln sich in der Killbox. So, was habt ihr denn für mich? Stiere habt ihr. Oh, das wäre natürlich auch geil. Die würden Milch geben und alles. Aber Nahrungsprobleme habe ich eigentlich nicht. Was ich will, ist Stahl habt ihr. Nee, Stahl habt ihr keinen, gell? Habe ich da jetzt den falschen Händler für angefordert? Wahrscheinlich. Holz. Gold. Kultur. Also ihr kauft sehr viel, aber ihr verkauft mir nicht das, was ich brauche. Uff, belastend. Ich habe euch eigentlich gerufen. Naja, dann. Aber hier kriegt ihr ein paar Entchen. Kriegt ihr Chihuahua-Fleisch, Eichhörnchenfleisch. Rotanfleisch, 2000 Kartoffeln, 200 davon, 200 davon, 400 hiervon, Meerschweinchen könnt ihr komplett haben. Und 30 Gold. So. So, jetzt wird endlich mal wieder alles repariert, was hier kaputt gegangen ist. Auch durch den Raupenangriff.